was mich mit Kirche verbindet, ist eigentlich 30-jährige Verbindung mit den Ostertagen. Hier gelebten Glauben zu finden, Freunde zu finden, meine Kinder auch zu begeistern für den Glauben, sodass sie auch sehr lange und immer noch bei der katholischen Kirche sind. Also, großer Freundeskreis. Für mich sind die Kartage eine sogenannte Ostergemeinde. Mein persönliches Ankircher sind bestimmt die vielen tollen Erlebnisse, der heimlich getrunkene Rotwein im Dachgeschoss des alten Hauses am Karfreitagabend, wenn es keiner wissen dürfte, und vielleicht die Zigarre auf der Brücke auf dem Gelbach und nass werden im Wald bei irgendwelchen Holzsammelaktionen fürs Osterfeuer. In der Gemeinde war es immer auch nett und toll. Aber nach Kircher zu kommen, hieß mitgestalten zu dürfen, mitmachen zu dürfen im Gottesdienst, Rollen zu übernehmen, die man in der Gemeinde überhaupt nicht bekommen hätte, und einfach ausprobieren zu dürfen. 1957 bin ich zum ersten Mal mit meinen Eltern hier unten gewesen und habe dann ab Ende 60 im Grunde genommen in unterschiedlichen Funktionen auch wieder Kircher passiv als Teilnehmer, nachher aktiv auch im Rahmen der Jugendarbeit erlebt und dann irgendwann in der Verantwortung fürs Haus. Also von daher immer versucht auch so ein Stück weit mitzukriegen, was das Haus an Veränderungsnotwendigkeiten hat. Das Potenzial war klar, was da drin ist, aber die Veränderungsnotwendigkeiten, also es an die Zeit anzupassen, den Ansprüchen der Jugendlichen anzupassen. Das war immer eine Herausforderung, aber es war interessant. Ja, einmal Kirche, immer Kirche. Das habe ich schon ins Gästebuch geschrieben. Urlange Zeiten, seit ich 16 oder 17 war, war ich hier zu den Kartagen. Das ist immer der Kern, die Kartage. Und, ja, mit den Fahrtschulen, dann waren wir auch ganz viel. Genau. Ja. Und ich kann mir Ostern gar nicht anders vorstellen als Kircher. Ja, und dazu natürlich Pfadfinderaktivitäten, ja, diese Sandversammlung oder Stufenkonferenzen. Das ist für mich Kircher. Und das ist herrlich, wenn man das lange Tal hochkommt und nach tausend Schlängeleien und dann kommt noch dies und das. Und dann kommt langsam das Haus, dann weiß ich, ich bin da. Und jetzt ist das Wochenende da und ich fühle mich hier wohl. Definitiv.